Ihr seid's, ja. Ich freue mich so, euch zu sehen. Und ich spiele wieder WoW. Ach, WoW. Burning Crusade. Abwechslung und Spannung pur. Bär, wach auf. Endlich bist du hier. Ich hab dich vermisst. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Willst du jetzt deinen Tee? Ach, du bist ein Schatz. Tee wäre jetzt echt toll. Schön, dass du da bist. Ich habe alles eingekauft, von dem ich weiß, dass du es gern hast. Pfefferminz, Kamille und heiße Liebe von Teekanne. Oh. Ja, ich dachte mir, du brauchst eine Aufmunterung. Weißt du, ich habe gerade einen Anruf bekommen von Harry S. Morgan. Und er sagt, das mit einer Kastration war für ihn ja so mittelgeil. Für seine Filme braucht er richtige Männer. Nein, smoothe Teddybär, das ist so lieb. Und auch wenn du dein Geld jetzt wieder als China-Farmer verdienst. Für mich. Bist du und bleibst du ein Held. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich hab dich mehr lieb. Gottverwickte Pfeife. Es war wohl nur ein Traum. Zum Glück. Hey, wir haben schon spät. Da kommt mir eine echt gute Idee. Aber davon erzähle ich euch dann morgen. Miam, Kaugummi, miam. Nee, bitte nicht. Jetzt geht das wieder los. Dieses dauernde Geschnüffel, ist nicht mehr wirklich lustig. Joho! Obwohl, erinnert mich an einen Film. Angriff der Schnüffelnazis. Ach ja, ich muss mal kurz hinten irgendwo hin. Bin ich schon drauf? Wir haben etwas sehr Wichtiges zu besprechen, und zwar hier und jetzt. So. Also lasst uns endlich zum Punkt kommen. Ja, ich weiß jetzt endlich, dass ich euch mir nur eingebildet habe. Ihr wart wirklich nette imaginäre Freunde, aber irgendwann reicht's. Ich hab's endlich geschafft. Das muss ich meinem Psychologen erzählen. Aber was, wenn der auch nicht echt ist? Wie der Kermit. Ja, der Kermit. Obwohl... Herr der Ringe. Gollum. Dufter Typ. Der war auch leicht für so, Baseball! Übrigens. Mein Schiff. Die SS Fiesermöps. In meiner heutigen Sendung geht's um die Liebe. Nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Liebe ist natürlich viel tiefgründiger, Ja, genau. Für Liebe braucht man einen Penis. Einen richtigen Penis natürlich. Num num. Und manchmal eine Frau. Oder irgendwas anderes. Sollte nicht zu teuer sein. Oder aber, ihr nehmt eine Klorolle. Die macht ihr bei Bedarf ein bisschen enger, reibt sie mit Duftgel ein und rubbelt die Katze ab, geht der Luigi, Und dann heißt's BANG! Gibt's ihm dreckig, Und jetzt erkläre ich euch das alles nochmal in einem Lied, Ich bin's! The Sex Machine Bear! Es ist Freitagabend, ich hab Zeit! YouPorn.com Ich sitz vorm Internet und hab die Hose offen. Moment, ich trag ja gar keine. Aber ich kann mir eine kaufen. Das reimt sich ja nicht einmal. Also wo war ich? Genau. Ich wollte euch von meinem Samstagabend erzählen. Pornosnutten-Heroin. Pornosnutten-Heroin. Der Spaß fängt jetzt erst an. Dann gehe ich in die Disco. Aber nicht nach Dietzenbach. Weil ich da mal, von den Zivilbullen übel gefickt worden bin. Ja, wenn ihr nicht so toll aussieht, wie ich es tue, habt ihr nur eine Wahl. Liebe Soße, eine Spezialität aus meiner Hose.
Das war wieder Musik auf eurem Niveau, hä? Ach so. Die Kinder. Was beschäftigt 7-jährige Bratzen wie euch so? Wichtiges. Nach 10 Jahren im Kirchenchor muss man die These betonen. Die emotionslose Funktionalität von Insekten. Inzest. Rostock. Mhm. Jede Bewegung wird registriert. Überall. Ach so! Ach so. Leider zu jung für eine Internierungsmaßnahme. Bei mir ist das anders. Da war auch letztens der Gerichtsvollzieher zu Besuch. Schwedisches Handwerk. Im Ikea gibt's auch diese tollen, Buchattrappen. Kadi. Da bewegt sich was. Ja, toll. Jetzt hab ich schon abgespritzt. Und? Damenbesuch. Ich hatte die Kamera noch nicht an. Die Stimme kenne ich irgendwoher. Zieh dich nochmal an. Woher bloß? Ich glaube, hier ist dein Socken und... Wenn ich nur wüsste, woher. Wieso habe ich einen Schlüpfer auf dem Kopf? Ach so, nur eine billige Mutter. Hi, ich wollte nur sagen, dass es demnächst ein paar mehr Videos von mir gibt. Von mir, von meinen Freunden. Ah, der Kolter. Der ist von Ikea. Nur 5 Euro gekostet. Hast du mich gerufen? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich drehe einen Dokumentarfilm. Ah, nee, ist klar. Jetzt wird's schmutzig, Teil 37, Schon so steht. Und? Ach, Stress nicht. Wenn ich mir jetzt einen runterholen würde, wäre das quasi wie Pornoschauen. Nur etwas anders. Also, Bartz als Ufer, dann hat in Sachen Pornodarsteller echt einen guten Ruf. Aber von dir hat man bisher fast noch nichts gehört. Aber ihr habt von mir gehört. Ja gut, aber das sagt ja nichts. Bär, ich glaube, du brauchst ein Hobby. Deine Mutter braucht ein Hobby. Bestimmt, halt's Maul. Gut gekontert. Also pass mal auf und hör zu. Ich habe hier eine Regieassistentin, die ist extra angereist, um mir bei einem neuesten Dokumentarfilm zu helfen. Hey? Du Schmock. Warte mal. Ich komm gleich, Schlampe. Es geht um Höhlenforschung, also ich meine, es ist ein Heimwerker-Video. Wie verlege ich ein Rohr und warum liegt im Stromkasten so viel Stroh? Hä? Und dann fragt sie, warum hast du eine Maske auf? Von her, blas mir noch einen. Nee. Also ich muss jetzt mal los. Ich hab Hunger, wo bleibt mein Abendbrot? Ich glaube, du weißt nicht, was uns das gerade kostet. 50 Euro. 50 Euro pro Stunde, damit ich hier mal Assistenz bekomme. Ein Leberwurstbrot. Nee. Hau rein, Freak. Viel Spaß noch mit so, Cold Mirror. Jetzt setz mal die Gummis an. Ich will mir doch nichts einfangen. Kannst mir nichts erzählen. So viele Views, wie du auf YouTube hast, da sind doch bestimmt Groupies dabei. Guck mal, die sind doch doof. Auch wieder wahr. Gott, jetzt hab ich echt Hunger. Ja. Ich hätte jetzt echt Lust auf Schweinesaft. Schweinesaft. Es geht doch nichts über ein Glas Saft aus frisch gepressten Schweinen. Verdammte Schweine von der GEZ. Ja, die schicken mir dauernd Briefe. Aber ich hab da einen Trick. Ich kenne da einen Haushälter, an den ich alle Rechnungen geschickt habe. Und die muss er jetzt natürlich bezahlen. Das ist alles Cold Mirrors Schuld, wenn ich es recht verliere.